Der wurde nach Gryffindor gebracht, das fand die Mutter nicht so gut. Ha! Blöd. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück bei... Wir sind hier bei Hogwarts Legacy. Und ja, ich habe mal wieder einige Tipps gekriegt und ich habe es jetzt endlich gerafft. Da unten steht's doch. Erscheinungsbild ändern. Vielen Dank an Tweety Spice, was. Genau, von da kam der Tipp. Und auch der Tipp, dass ich die Truhen jetzt wohl öffnen kann mit einem neuen Zauber. Und der Tipp, dass ich den Hausmeister suchen soll, den ich ja hier noch gar nicht gesehen habe. Ja, schauen uns trotzdem einfach mal um. So, aber jetzt gerade weiß ich gar nicht, habe ich denn einen besseren Hut als diesen? Nee, habe ich gerade gar nicht. Aber ich kann denn hier Erscheinungsbild ändern. Ah, und dann kann ich mir hier den Hut aussuchen, der mir am besten gefällt. Oder was? Okay. Aber ich kann hier unten ausrüsten, was ich denn möchte. Okay. Das ist gut. Gut. So, wir sind hier, haben hier gestern aufgehört zu duellieren. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wohin. Wir haben hier mehrere Quests offen. Was geht ab? Gegen einen Neuling verloren? Damit habe ich nicht gerechnet. Tja. Loser. Was geht bei dir? Das größte Talent gewinnt, schätze ich. Ah, klassischer Hufflepuff. Schade, dass es vorbei ist. Ich wurde gerade erst warm. Ach so. Okay. So, schauen wir mal auf die Karte. Was sagt die Karte uns denn? Ich hätte auch einfach auf Aufträge gucken können, ne? Was ist hier? Ach genau, ich soll Unterrichtsstunde Kräuterkunde machen. Und was war das andere? Nee. Ja, Steuerung hagelt immer wieder ein bisschen. So, hier, Hogsmeade. Hab ich da eine Quest? Nee. Was ist denn die andere Quest? Das Mädchen aus Ugadu. Das ist Natty. Trifft dich in Lower Hogsfield mit Natty Oni. Professor Hackets Aufgabe 2. Ich habe jetzt, nun muss ich im Unterricht für Verteidigung gegen die dunklen Künste zurückkehren, damit wir Entwaffnungszaubern. Ja, das machen wir doch. Wir gehen Expelliarmus lernen. Oder haben sie ihn geändert? Heißt er jetzt Expelli Arschmus. Okay, der war wack. Hört man überhaupt was? Ich weiß gar nicht. Ich muss es hier nur einstellen. Ich glaube, so ein bisschen im Hintergrund hört man es. Okay. Ist ja auch wichtig, dass ich höher lauter bin, ne? Jetzt haben wir einen Musikgang hier. Ich sag mehr diese Kröten. Ich sehe die nur diese immer. Oder nur die fällt mir immer auf. Es ist mysteriös. Está muy misteriosas. Misterias. Ah, keine Ahnung. So. Die Trapper rauf. Ich finde, so sind die Treppen eigentlich geil. Im Film finde ich sie komplett sinnlos. So sind sie auch nicht im Buch. Im Buch sind sie halt einfach, gibt es manche, die mal woanders hinführen. Und manche, wo die Stufen verschwinden und so. Aber im Großen und Ganzen sind die schon da, wo sie sein sollen. Was war da? Oh ja, sie wussten davon. Du gehst sofort zu Professor Blacks Büro und verlangst, neu zugeordnet zu werden. Mein Kind trägt diese Farben auf keinen Fall. Niemals! Okay, was geht bei dir? Hey. Der wurde nach Gryffindor gebracht, das fand die Mutter nicht so gut. Ha! Blöd. Wahrscheinlich Slytherin, würde ich sagen. Nur Slytherins regen sich darüber auf, in ein anderes Haus als in Slytherin gekommen zu sein. Tja, so ist das nun mal. Slytherins. Ach so, wo ich jetzt weiß, hier Dings anziehen. Moment. Da müssen wir doch mal gucken, ob ich nicht eine freshere Brille finde. Na, die finde ich echt doof. Die sind Quatsch. B.
bin ich hier ein auf Pest oder was? Die Pestilenz ist eingetroffen, Milord. Ja, nee, den bin ich schon gut. Gott. Bam, 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 badadadam, bam, 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 badab, bam, 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 ich oder. Wir rennen und rennen, wo renne ich überhaupt hin? Verteidigen gegen die dunklen Künstler, ist das so weit? Hab ich vielleicht doch mal porten sollen. Wie mein Sohn immer sagt. Der sagt nie teleportieren, der sagt immer porten. Dann muss man sich porten. Habe ich das schon gemacht? Ja, hier schon. Ah, Mann. Ich versuche jetzt immer eins, wo ich das ausprobieren kann. Ob ich es jetzt auch wirklich gerafft habe, so wie ihr mir das erklärt habt. Aber jetzt finde ich irgendwie keins mehr von den Dingern, oder ich renne mal vorbei. So, was ist denn hier los? Was steht ihr hier so rum? Ja? 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 Slytherin und Ravenclaw? Die unauffällig in die Gegend gucken? Da stimmt doch was nicht. Führt doch was im Schilde. Ah, jetzt bin ich Verteidigung gegen die dunklen Künste. Im Turm. Ja, hier kommt mir das doch schon alles bekannter vor. Ja, ich glaube, das war jetzt ein Umweg, aber egal. Hier ist nämlich, nee, das ist nicht Verteidigung. Hier ist doch, doch? Ach, ich dachte, hier wäre Dings. Nee, der war jetzt weiter oben, ne? Tap, 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 tap. Seid so krass. So, Hagit, Hagiti, Hagiti, Hagiti. Sie haben alles geschafft, was ich Ihnen aufgetragen habe. Ich hoffe auch. Ich glaube schon. Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Ja! Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Und sogar Avada Kedavra blocken wir der Elderstab dir gehört. Naja, ihr wisst schon, was und einen ruhigen Zauberstab. Und sogar Avada Kedavra blocken, wenn der Elderstab dir gehört und der Typ, der dich mit Avada Kedavra beschießt, den Elderstab hat. Das war knapp, hab mich einmal verdrückt. Da war ein X plötzlich. Gute Arbeit. Expelliarmus! Falls Sie noch üben möchten. So. Ja. Nee, warte, 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 warte. Zauber anstellen war hier unten irgendwo, ne? Da. Hallo. So, wo ist denn Expelliarmus? Ist das Expelliarmus? Nee, das ist Lumos. Da. Expelliarmus. Mal den hier. Expelliarmus! Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, aber üben Sie weiter. Expelliarmus rettet Ihnen vielleicht mal das Leben. No. Das könnte passieren, wenn ich irgendwann auf dem Friedhof in Little Hangleton aufwache und von meinem Erzfeind angegriffen werde. Braucht ganz schön lang zum Aufladen, muss ich sagen. Wie soll ich den denn schnell im Kampf machen? Mit 5 halt auf einmal. Sie üben wohl noch. Ja, soll ich aufhören? Und einmal noch. Einmal noch. Expelliarmus! Okay. Gut. Cool. Jetzt müssen wir mal so eine Kiste suchen. Und dann muss ich ein paar Zauber ausprobieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, Feuer bringt mir was. Aber ich weiß nicht, warum ich ein Auge mit Feuer quälen muss. Das finde ich ein bisschen fies. So, aber wir gehen jetzt erstmal zu Kräuterkunde. Wir machen heute nochmal Quest. Ich wollte halt eigentlich mal wieder ein bisschen ruhiger angehen lassen. Questy-Mesty. Aber, ja. Jetzt geht's erstmal zu Kräuterkunde. Denn da wurde mir gemunkelt, dass die Lehrerin ziemlich cool sein soll.
Und da bin ich dann ja natürlich neugierig, ne? Coole Charaktere finde ich ja gut. Wie, ich glaube, alle Menschen. Also ich glaube, niemand findet einen coolen Charakter blöd. Außer er ist zu cool. So drücken cool. Wie, fällt mir da jetzt einer spontan ein? Ich weiß es nicht. Du verteidigst neuerdings also Hogsmeade gegen Trolle? Klar. Sorry. Das ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt hier der Hogsmeade-Verteidiger gegen Trolle. Da war ein Troll in Hogsmeade. Und natürlich habe ich dann gegen den gekämpft. Das ist ja klar. Das hätte ja jeder gemacht, ne? Schätze ich. Was ist denn eigentlich oben hier für ein Zauber? Lumus, ne? Machen wir jetzt einfach mal unsichtbar. Niemand sieht mich. Ich komme auch nicht durch. Verdammt, ich komme nicht durch. Lass mich raus. So, wir sind in den Gewächshäusern. Da hinten habe ich meinen Unterricht. Gut. Wen lernen wir hier kennen? Guten Morgen, Professor Garlick. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ach, hallo. Klasse. Die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn. Heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Akio! Hat man die nicht schon im zweiten Jahr? Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Nun, alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Reparo! Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Okay. Als nächstes werden wir Diptam an den Pflanzentischen einpflanzen. Sie können... Ob Hippogreife wohl knöterig mögen? Knöterig? Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Hat Spaß gemacht. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Hogsmeade gemischt, oder? Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach.
Säen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Okay. Ja, sympathische Lehrerin auf jeden Fall. Laune des aufgrund seiner Heilwirkung ist Dittam eine wichtige Zutat für den Mega Power. Und wirkt ein bisschen verpeilt, das finde ich immer gut. Verpeilte Menschen sind immer sympathisch. Okay, was bereit in 10 Minuten? Ja, dann. Gut gemacht. Danke. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Dittam für den Mega Power Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Nun, strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Okay. Bist du Pruitt? Der beste Zeitpunkt für die Aussaat ist die letzte Saison. Der zweitbeste ist jetzt. Was sollte ich als nächstes machen? Ich möchte, dass Sie praktische Erfahrungen mit dem chinesischen Kaukohl sammeln. Wusste ich. Er befindet sich im Gewächshaus auf der anderen Seite des Stegs. Mr. Pruitt wird Ihnen helfen. Wo ist Pruitt? Ist das Sebastian? Nee, Sebastian ist nicht Pruitt. Oder? Doch. Professor Fick scheint ja so gut wie nie in seinem Klassenraum zu sein. Sehr seltsam. Wer ist Pruitt? Bist du Pruitt? Wusstest du, dass du die Alraune zur Verteidigung nutzen kannst? Stell dir das mal vor. Okay, ich stell's mir vor. Ja. Funny. Da ist er. Hallo. Ah, da. Leonard. Ich hab dich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Leander. Ich zeig dir den chinesischen Kaukohl. Okay. Er ist gleich die Treppe da hoch. Aber okay. Du gehst vor. Warum ist das eine Falle? Du bist doch ein Gryffindor. Gryffindor stellen anderen Gryffindors keine Falle. Gut gemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Genial. Oh, tja, danke. Ich hätte es Sebastian fast selbst gezeigt. Ich meine, wenn Hagrid mich nicht aufgehalten hätte. Aber hat sie dich nicht vor dem Drachenschädel bewahrt? Typisch Slytherin. Andere im Kampf mit Drachenschädeln bewerfen. Wir Gryffindors kämpfen ehrenhaft. Aber das weißt du ja. Klar. Okay, der ist ein bisschen, der wirkt ein bisschen weird. Weiß nicht, ob ich den mag. Ist das hier der Kühlzweig? Okay, cool. Gehen wir runter, ne? Gehen wir hier runter. Gehen wir hier runter. Gucken, wo hier der chinesische Kaukohl ist. Die Heimat des Chinesen. Los, hol ein paar Kohlköpfe. Siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf sie. Er macht den Rest. Wie werfe ich denn jetzt Kohl auf den? Halte RB gedrückt, Werkzeuggrad. Ah. Okay. Schau dir das an. Die kauen alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. Tja. Okay. Diese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotubler oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein. Aber, naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Sie könnten außerhalb des Gewächshauses bestimmt von Nutzen sein. Etwas Hilfe kann nicht schaden. Selbst von einem Kohlkopf. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen.
Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weise bin. Aber gut. Wir sehen uns im Unterricht. Gut. Habe ich jetzt auch gelernt. Warum steht da jetzt ein 03 unten? Na gut. Was, dass ich das da unten nehmen kann. Finde ich gut. Wusste ich bis jetzt gar nicht. Bin ich noch so am Anfang, dass ich solche Sachen noch gar nicht gelernt habe? Ich weiß auch nicht. Na gut. Je länger es dauert, desto mehr Spaß haben wir nicht. Daran, warum wir unsere Drachenhaut haben. Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert, Professor. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklicherweise, denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet. Ich auch. Pflanzen haben so viel zu bieten. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Okay. Alles klar. Bist du fertig? 4 Minuten. Hoffentlich gefällt den Alraun ihr neues Zuhause, wenn ich dafür schon mein Gehör opfern muss. Ach. Ich weiß noch gar nicht, was wir jetzt machen. Jetzt haben wir wieder 2 gelbe. 2 Questmarker. Einer wird immer noch Nelly sein. Zaubertränke. Zauberkombination Übung. 2. Verlorene Astrol. Ach ja. So sollte sich Kern Brett. 3 ja erst. Ich besuche einen Triff Neri. Dann gehen wir erstmal zu Zaubertränke, ne? Und dann war es das auch schon wieder fast mit der Folge. Nachdem, wie lange Zaubertränke dauert. Oh, die ist aus dem Nichts gespawnt. Die kann in Hogwarts apparieren. Crazy. Genau, hier war irgendwo Zaubertränke. Sollten nach dem Vorfall in Hogsmeade nicht Auroren oder Ministeriumsleute die Schule schützen? Hey, Professor warum? Black würde das nie erlauben. Das ließe ihn ja völlig unfähig aussehen. Zu Recht. Hier war ich noch nie, glaube ich, oder? Warte, unten. Ist ein Schränkchen. Oh, hier ist ein Truhe. 40 Galleons. Und hier ist der Schlüssel. So. Ach, wie war das nochmal? Ich hab's vergessen. Okay. Achso, ach ja, genau. Ich muss klatschen, wenn er vorm Loch ist. So nämlich. Hausmarke. Dieser Mann, der kann nicht viel, doch was er braucht, das ist Applaus. Ach nee, der Mann, der braucht nicht viel, doch was er braucht, das ist Applaus. Mal umgucken. Hi. Na gut. Legen wir los. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen Sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Takar,
Sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Das ist ein bisschen leichter als in der Orden des Phönix. Halbblutprinz. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen. Kurz Unterbrechung, sorry. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Okay. Keine Sorge, falls die Zutaten knapp werden. Ich baue meistens einfach an, was ich brauche. Mein Mega-Power-Trank ist Müll. Ich wünschte, ich könnte einfach einen von J. Pippins nehmen. Professor Sharp hat in seiner Zeit als Auror sicher viel gelernt, wenn er doch mehr davon reden würde. Wirklich beeindruckend, dass du Professor Sharps Frage zum Mega-Power-Trank beantworten konntest. Oh, du bist der Neuzugang. Ich habe viel von dir gehört. Danke. Ich bin übrigens Amit. Sehr erfreut. Wirklich. Und ich habe noch nie jemanden auf Anhieb einen so guten Mega-Power-Trank brauen gesehen. Gute Arbeit. Professor Sharp schien mir nicht so beeindruckt wie du. Nimm's nicht persönlich. Professor Sharp wäre nicht mal beeindruckt, wenn ein Troll die Märchen von Beedle dem Baden rückwärts aufsagen würde. Und zwar in Koboldogak. Eine faszinierende Sprache. Ich will ja nicht prahlen, aber ich habe mir das Sprechen selbst beigebracht. Bei Merlins Bart. Bei guten Gesprächen verfliegt die Zeit. Ich muss mein Buch Tor zu weit entfernten Galaxien vor der nächsten Stunde zurückbringen. Apropos Sterne, wir haben Astronomie zusammen. Das wird dir gefallen. Professor Shah ist streng, aber schlau. Wir sehen uns dann. Okay, das waren viele Informationen. Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, sein Büro zu betreten? Das hat er gesagt. Er will, dass ich mehr Zutaten für noch einen Zaubertrank hole. Genial. Du, mein Freund, bekommst jetzt eine außergewöhnliche Gelegenheit. Du erinnerst dich doch an mich, Gareth Weasley. Klar, wir sind ja verwandt. Auf dem Gemeinschaftsraum. Hör mal, jedes Trollhirn kann einen Edurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Schliff zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau, wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Sharps Büro sein wirst, könntest du mir doch... Ja. Ja. Ich bring dir die Fupa-Feder. Why not? Wenn du sicher bist, dass Sharp sie nicht vermisst? Das wird er garantiert nicht. Fupa-Federn sind nicht so wertvoll. Warte, bis du siehst, was ich braue. Komm schnell zu mir, wenn du die Feder hast. Okay. Was brauche ich? Aschwindeier.
Laborfehler. Okay, was sind das für komische Zutaten? Stationen organisiert und ordentlich. Hier ist die Fupa-Feder für dich. Großartig, danke. Das Brauen wird eine Weile dauern. Du solltest weiter an deinem Idoris-Trank brauen. Ich sage dir Bescheid, wenn das hier fertig ist. Mein Platz da. Sollen sie den Diptam schneiden oder zerquetschen? Die falsche Antwort könnte leider zum Verlust ihrer Augenbrauen führen. Kann ich hierher kommen und dann mir meine Tränke brauen, oder was? Das ist ja cool. Man erhöht, indem mir mit dauerhaft Steinhaut bedeckt wird. Krass. Das ist ja krass. Haus ballert die ganze Zeit. Ich denke mal, irgendwo ist da. So. Und jetzt das Malvenkraut und... Seltsam. Was ist da los? Moment, wo war das denn? Ah! Okay, das war nix. Was war das? Gut gemacht, Gareth. Was nun, Mr. Weasley? Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder Punktabzug für Gryffindor. Mr. Weasley war das nicht allein. Wer ihm geholfen hat, muss sich ebenfalls dafür verantworten. Ich habe den Edurus-Trank wie gewünscht gebraut, Professor. Dass Sie dazu Zeit hatten. Sie schienen schwer beschäftigt damit, Mr. Weasley zu helfen. Tut mir leid, Professor. Ich wollte nur einem Freund helfen. Wer Verantwortung für seine Taten übernimmt, ist bei mir wohl gelitten. Ich hoffe, Sie haben daraus gelernt. Was die Arbeit an Ihrem eigenen Kessel anbelangt, haben Sie sich heute gut geschlagen. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte immer daran, dass Sie noch kein Meister der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Das wäre alles. Cool. Schön, dass das so hervorgehoben wird, dass Kräuterkunde und Zaubertrank zu einer Hand gehen. Das wird in den Harry Potter Büchern gar nicht wirklich häufig erwähnt. Dass Kräuterkunde wichtig ist für Zaubertränke. Eine interessante Schulstunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Schaff war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Professor Sharp war verärgert, aber es ist alles in Ordnung. Das ist es bestimmt. Er hat sicher gelacht, als wir weg waren. Sharp mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Ich sollte gehen. Nächstes Mal gibt's weniger Explosionen. Versprochen. Also, wollen Sie ihn so eine Art Fred George Weasley-Guy machen oder was? Gut. Und damit... Wäre es das auch für die Folge gewesen? Wir haben Kräuterkunde, Zaubertränke gemacht, alles gut. Wir sind top vorbereitet und bald geht's weiter mit, ich glaube, Nelly ist so unser nächster Ansteuerungsort, ne? Ja. Gut. Gucken wir uns vorher noch im Schloss um und dann gehen wir zu Nelly. Wir sehen uns aber erst furchtbar, nächste Woche wieder. Wenn Kreaturen auf diese Weise sterben. Aber Trolle haben in Hogsmeade nichts zu suchen. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, wenn es wieder Lupin heißt... Rattleby muss sich fast eingenässt haben, als du bei den gekreuzten Stäben ständig gewonnen hast. Als... Komik. Bis nächste Woche, ciao. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Bangarang Man. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Weil ich es kann, Bangarang Man.